Es war um 1610, als Valentin barfuß auf Besuch nach Predico kam. Es verstand sich von selbst, dass er von seinen Brüdern der Reihe nach bewirtet wurde. Der Älteste, Richard, der auf dem roten Hause in Niederpredico saß, hatte natürlich den Vorrang. Und eine tüchtige Zechkumpanei wurde nach Sitte jener Zeit geladen. Man trank, man jubelte, man tobte. So kam Mitternacht heran. Um Mitternacht aber legten die Spielleute müd und matt ihre Fiedeln nieder und sagten, wir können nicht mehr. Da sprang Nikolaus, der zweite der Brüder, mitten unter sie und schrie, während er mit der Faust drohte, weiter, weiter, und wenn der Teufel selber aufspielen sollte. Da erschien der böse Feind mit der Sackpfeife unterm Arm, grinste den Nikolaus an und spielte auf. Da fürchteten sie sich und ließen den Pfarrer holen, und als er kam, begannen sie zu beten und beteten, bis der Sackpfeifer wieder verschwunden war. Aber der Teufel war doch im Hause gewesen und Unfrieden ließ er zurück. Fehde brach aus zwischen den Brüdern, die beiden Älteren standen sich im Zweikampf gegenüber und auf dem Grasplatz am Teich, 100 Schritt hinter dem roten Hause, fiel Richard, der Älteste, von der Hand des zweiten Bruders, eben jenes Nikolaus, der an dem geschilderten Zechabend den unheimlichen Sackpfeifer herbeigerufen hatte. Der 30-jährige Krieg legte die Felder wüst und 50 Jahre später war alles in anderen Händen. List und Gewalt hatte den Barfußen ihr altes Erbe genommen. In Predico ist wenig oder nichts mehr, was an jene Zeiten erinnert. Mit Ausnahme der alten Ulmenallee, die die Barfuße gepflanzt, und der alten Kirche, die sie gebaut haben. Gehört? Ja. Von draußen? Ja, hab ich gehört. Hast du gemacht, ne? Ja. Nochmal. Schon gestorben. Die hat gelebt 1617. Und die Kirche, die ist noch viel älter. Die ist 800 Jahre alt. Ist schon ein ehrwürdiges Gebäude, altes ehrwürdiges Gebäude, was natürlich seinen Charme erst entdecken lässt, wenn man für diese Gegend auch was übrig hat. Feldsteinkirchen haben etwas Archaisches, was Altes. Was Herbes, was man erst versteht, wenn man die Menschen hier versteht, dass es hier in die Gegend hineingehört und dass diese Kirche hier auch eine Funktion hat, die sie über Jahrhunderte erfüllt hat, bis heute und auch für die Zukunft. Immer Geborgenheit nach 45, der erste Unterschlupf. Immer eine Herberge, wenn man nicht weiter musste. Ich bin drin getauft, ich bin konfirmiert drin und ja. Meine Schwestern, alle, ja. Auch alle? Ja. Ja.
Vor 60 Jahren fast? Ja, vor 60 Jahren fast, ist ja natürlich ein Moment her. Aber ja, wir hatten auch er ja damals immer mit den Pastoren gehabt, also ich zumindest. Ja, naja, das war Pastor Thiemann. Ja, der war ganz schön streng, so im Konfirmandenunterricht. Und vor allen Dingen zur Prüfung hier in der Kirche, Konfirmandenprüfung. Ja. Endlich schließt die Offenbarung das gesamte Bibelbuch. Mensch, gebrauche, was du liesest, dir zum Segen, nicht zum Fluch. Das habe ich vom Pastor Thiemann. Und ich fahre ganz besonders gerne hier nach Predigtbuch. Weil ich nach dem Krieg hier groß geworden bin. Ich wohne jetzt in Wincheberg. Und wir sind von hinter der Oder her und sind dann hier hängen geblieben. Meine Mutter mit uns vier Kindern, den Vater am Drossen weggeholt. Und hier in dem Pfarrhaus bin ich immer zur jungen Gemeinde gegangen. Ich habe von den Flüchtlingen gelernt, die hier nach dem Krieg angesiedelt sind, aus dem Schlesischen vor allen Dingen, was nicht nur katholisch ist, sondern auch evangelisch geprägt ist, dass die ihre Kirche brauchen. Der erste Unterschlupf war die Kirche, da ja so sehr viele Flüchtlinge hier waren und auch hier die Bomben runtergegangen sind. Wir sind 1945 hierher gekommen. Da war ich 4 Jahre alt. Also meine Erinnerungen sind dermaßen schlecht, weil man hier zwischen Menschen gekommen ist, die für uns als Kinder furchtbar waren, weil keiner etwas hatte, weder Löffel noch sonst so was und Bett und wie auch immer. Und da sind wir erstmal aufgewachsen zwischen Tod und Leben, so muss man das sagen. In der Kirche waren wir 5 Tage. Es war sehr schön, weil jeder zusammengehalten hat. Wir waren ungefähr 60 Personen und trotzdem hat das Essen einigermaßen gereicht, was jeder noch mit hatte. Und die Kirche wurde dann diente nicht mehr, um die Flüchtlinge aufzunehmen, sondern wurde ab August wieder als Kirche genutzt. Die Gottesdienste haben sehr viel allen bedeutet, weil dort nicht nur gebetet wurde, sondern auch die Informationen weitergegeben wurden und die Russen nicht in der Kirche waren. Was für Informationen wurden dort weitergegeben? Wie es überhaupt weitergeht, können wir noch mal zurück, können wir nicht zurück. Die Aufteilung oder Ankündigung, dass man Land bekommen kann und siedeln kann, dass eventuell die Russen wieder abziehen oder auch nicht. Aber eben solche Informationen, die man von den Russen selbst nicht bekommen hat. Erlebt haben wir es als Kinder etwas anders. Uns Kinder hat diese russische Besatzung überhaupt nicht getan. Im Gegenteil, die haben uns als Kinder etwas zu essen gegeben. Das heißt also, wir durften bei denen Mittagessen und wie auch immer, obwohl sie selber nicht viel hatten. Und der Pfarrer hatte für uns jeden immer entweder ein Plätzchen oder einen Apfel oder irgendwas, was ein bisschen süß war, um auch mit uns überhaupt
anfangen wieder zu spielen. Und lebten in dieser Aufbauphase ihren Glauben hier und hatten hier die Kirche von den Brandenburgern, die doch relativ der Kirche nicht gerade distanziert, auch nicht gleichgültig, aber doch nur dann, wenn wichtige Momente im Leben sind, brauchen, während die schlesischen Umsiedler hier die Kirche wirklich für sich in Anspruch genommen hatten und eigentlich darunter litten, dass sie hier alleine waren und dass von den Einheimischen waren ja kaum noch Leute zurückgekehrt. Aber für sie war die Kirche etwas Wesentliches und dazu gehört auch dieses Altarbild, das diesen Aufbruch, diese Aufbruchsstimmung zeigt. Das ist sehr deutlich, er hat einen Pfarrer in den 50er Jahren, der das mit einfachen Mitteln und einem jungen Künstler hier hergestellt hat, dieses wunderschöne Abendmahlsbild von Lothar Mannewitz, ja. Ist in der Kirchenzeitung veröffentlicht als frühes dörfliches Novum einer Dorfkirche, die mit jungen Künstlern gearbeitet hat. Eigentlich war ein ganz anderer Altar hier. Ich fand ihn sehr hübsch, aber der war nicht zeitgemäß und kam dann hier ein neuer. Ja, die Kirche wurde doch als kultureller Mittelpunkt des Ortes gesehen, der ja auch wirklich ist, weil es eben eine dörfliche Basilika ist. Das hat man mit der Zeit dann auch entdeckt, die natürlich nur rudimentär noch vorhanden ist. Und dass sie künstlerisch wertvoll ist, das wurde den Leuten mit der Zeit auch deutlich. Und da hat sich ein Verein gebildet, der auch interessiert ist, dass diese Kirche wieder seinem nicht originalen, ursprünglichen Zustand, aber doch so mit diesen zugemauerten Seitenschiffen, die sich da befanden, mit der ja auch schwierigen Veränderung durch Visitationen wurden Fenster eingebrochen. Die Kirche war ein dunkler Sack. In den 1850er Jahren hatte man diese großen Fenster noch nicht. Obergarten gaben das Licht an. Der gerade Chorschluss hatte dann diese neobarocken oder barocken Fenster wieder eingesetzt. Jetzt ist natürlich alles geschichtlich interessant. Hier lagen die Gebeine der Barfuße. Ja, hier muss es in die Gruft reingegangen sein und dann zum Gang. Und der unterirdische Gang führte dann unter der Straße die Kirche hier entlang und endete im Pfarrhaus. Da weiß ich auch Geschichten, dass da eben die Kinder noch durch diesen Gang gelaufen sind und im Pfarrhaus landeten, wenn sie hier die Kirche offen fanden. Särge wurden hier wohl in der Gruft dann auch entdeckt. Also das muss hier unterirdisch noch interessant sein. Festgemacht ist. Das sind die Gesichter. Die Glockengesichter. Vier Stück. So, okay. Wir müssen gleich mal gucken, wie alt die Glocke ist. Oh, ist schön. Da steht was drauf. Ja. Charles Cornier in Berlin. 1866. Thank you.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, ich darf Sie recht herzlich im Namen des Fördervereins Dorfkirche Prediko heute zu unserem Pfingstkonzert begrüßen. Ich freue mich auf die Musik, ich freue mich auf die sephardischen und keltischen Lieder und ich freue mich darauf, mit Ihnen angenehme Zeit zu verbringen. Viel Spaß! Leser. So ist es. Da redet der Fachmann. Ja. Und der Text ist wieder weg. Ging allein in die große Welt hinein. Stopp und Blut stehen im Blut, ist wohl froh gemut. Arme Mutter weint sehr, hat ja nur kein Händchen mehr. Stuten nimmt sich das Kind, läuft nach Haus geschwind. Na tej wieży widać, że kół też uszkodzony jest, nie? Chociaż ten niższy tutaj z tym, to pięknie to wygląda. To. Tak, nawet w ten, okiennicą. Tą rozetę tam okrągłą. Rozeta jest właśnie mówię o tej rozecie. Grzmotne o coś tam. Coś nie ominęło. Bo tu jest inaczej. Dusze tutaj są zupełnie. Wir haben unser Repertoire auch Lieder aus dem Osten unseres Landes. Spora część mieszkańców Bogdańca pochodzi z Wilna i z Lwowa. Ein großer Teil unserer Bevölkerung Bogdaniec stammt aus Wilno, Litauen und Lwów in der Ukraine. Als nächstes werden wir Ihnen eine Polonaise vorstellen. Thank you.
Zu hören gewohnt sind. Das Motto haben Sie gelesen, Fisch zu Sinn. Um welchen Fisch es sich handelt, haben Sie eben gehört. Die Forelle von Franz Schubert, einige haben ja sogar mitgesungen. So, Sie haben ja so ein Programm und das ist nicht ohne Grund so ein bisschen links und rechts immer im Wechsel geschrieben. Was Sie jetzt hören, sind ganz viele Variationen über dieses Forellenthema, komponiert von dem amerikanischen Komponisten Sefton Cotton. Und alle diese Variationen lehnen sich an den Kompositionsstil von bestimmten Komponisten oder an den Stil von bestimmten Tänzen an. Und was machen die Grüner? Oh. Der Ernst Hofer. Oh ja, die kommen alle so vor sich hin. Na, siehst du, musst du dein Schälchen essen. Ja, mir kann so ein Schälchen essen geben. So.
Können wir wieder anstoßen. Prost. Prost, Kaffee. Ich hätte gern hier so was Schönes. Rhabarber ist ja, das hier. Ach, frischer als diesjähriger Rhabarber? Na ja, na klar. Ist ja toll. Meinen habe ich noch einen extra gegossen vorgestern. Ja. Ist wahr? Genau. Sahne? Ja. Auch meins? Nein, mehr nicht. Was verbindet Sie mit der Kirche? Die Tatsache, dass man mich vor 10 Jahren animiert hat, hier die Kassenführung zu machen. Vor 10 Jahren? Na, wann haben wir gegründet? Ne, sogar mehr. Das war 2000, haben wir, glaube ich, diesen Verein gegründet. Und da brauchte es natürlich ein paar Vorstands- oder Mitglieder und unter anderem brauchte es eine Kasse, einen Kassenführer. Und naja, gut, das macht man nicht alles im Leben. Und essen Sie jetzt nicht zu viel, nachher gibt es noch Armbrot. Wir grillen für Sie dann noch. Ja, klar. Nee, ich bin heute Grillmeister. Da muss der Grillmeister. Aber nur ein Brötchen, das muss dann da rein. Dieses Stück Fleisch. Dieses kleine? Ja. Wir haben eine Hälfte ab hier, um zu kosten. Hm? Was? Von dem. Ach so, nee, aber die, also eine Bratwurst und, die kann ins Brötchen und das Fleisch nehme ich so. Oh mein Gott. Wie sind Sie auf diese Kirche gestoßen? Das kann ich Ihnen genau sagen. Am Himmelfahrtstag, da habe ich mit einer Freundin hier diese Feldsteinroute gemacht, per Fahrrad. Und da sind wir hier vorbeigekommen und haben uns den Garten angeguckt und haben uns einen Flyer mitgenommen. Wir kommen nämlich eigentlich aus Berlin. Ja. Ja. Und dann dachten wir, fahren wir mal hierher. Zumal sich schon immer mal Hafenklänge hören. Ja, Harfe finde ich super und das ist dann immer nett in der Kirche und da sind auch die Töne, kommen dann immer besser zur Geltung und da waren wir neugierig. Ja. Wir haben nur im Veranstaltungskalender gesehen, dass heute hier dieses tolle Konzert stattfindet und haben gesagt, das machen wir zusammen. Und jetzt sind wir begeistert, werden immer mal schauen. Ja. Akustik ist gut, heute haben wir das wieder gemerkt. Mit viel Mühe. Ja, mit sehr viel Liebe vorbereitet und wirkt sehr einladend, muss ich sagen. Und es ist ein sehr schönes Konzert. Also uns gefällt es sehr. Ja. Ich sage jetzt mal die Kirche, uns. Ja, nee, stimmt. Also das Konzert ist toll, die Art, wie es durchgeführt wird. Und die Kirche selbst, ja, da ist natürlich wirklich einiger Renovierungsbedarf wahrscheinlich. Nicht? Also die Wände, der Holzwurm. Ja. Aber das geht eben alles nur stückchenweise. Und deshalb werden wir dann ein kleines Teil stehen, die hochwerfen und rausgehen. Genau. Wir wünschen viel Glück. Das wäre sehr schön, wenn Sie irgendwie ein bisschen was erreichen könnten, dass es vorangeht. Die Spenden sollen genutzt werden, um dieses Gebäude denkmalorientiert zu renovieren. Das heißt, wir wollen im Endeffekt erreichen, dass solche Stellen wie hier glatt sind, dass nichts mehr abbröckelt, dass wir bestimmte Bereiche auch zum Beispiel streichen dürfen, dass das nachgebessert wird, dass alte Dinge, die mit Zement bearbeitet wurden, dann auch nochmal abgeklopft werden, sodass das Mauerwerk atmen kann. Ich glaube, dass es wichtig ist, so ein Baudenkmal zu erhalten und dieses mit Leben zu füllen, den christlichen Glauben auf vielerlei Art und Weise auch zu verbreiten. Auch wenn wir hier nicht die Gottesdienste durchführen, weil wir sind ja ein Förderverein, der für das Denkmal da ist. Und da müsste man sehen, wie man das wieder zusammenbringt. Das Geistliche, das Spirituelle und das Natürliche und das Kulturelle. Und da finde ich auch eine große Chance, dass man hier mit Kirche, mit dem Pfarrhaus, mit den Menschen, die herkommen, so eine, ja, Begegnung hat, die weiterführt. Die Tour Brandenburg führt hier vorbei.
durch den Ort. Und wir sind auf einer Radtour, wollen in 5 Tagen von Fürstenwalde nach Wittstock an Dosse. Da liegt Prediko exakt auf dem Weg. Mal hier den Radweg bis Strausberg Nord. Schön den Berg hoch und den Berg runter. Ich liebe es. 12% Gefälle. Das ist eine wunderschöne Kirche. Ja. Eine alte dörfliche Basilika. Ne? Aha. Können Sie sich da auch dann mal angucken. Da sind noch so Mauerreste, die wir hier vorne in dem Beet nochmal deutlich gemacht haben. Wenn ja. Sie hier reinschauen, werden Sie sehen, dass da seit langem schon nichts mehr gemacht werden konnte, weil wir die Mittel nicht haben. Ja. Schön, dass sie offen ist. Ja, dann komm. Hier haben wir für Radfahrer praktisch Getränke zur Verfügung gegen einen kleinen Obolus. Das im Sommer war das immer groß frequentiert, ja, natürlich, wenn man lange unterwegs ist. Ne? Wie es mit der Kirche weitergeht, was wir in Zukunft brauchen oder was die Menschen brauchen. Und da habe ich natürlich erfahren, dass die Menschen, die hier rauskommen aufs Land, partiell oder punktuell eben solche Erfahrungen haben, wie ich sie über lange Zeit gemacht habe. Dass sie hier glücklich sind, wenn sie den Garten betreten und so schwärmen, wie ich in jeder Predigt versuchte, den Leuten vom Leben, das von Gott erfüllt ist und wie wir von Gott erfüllt sind, dass die das hier auf Anhieb entdecken und erkennen, wenn sie diesen für sie paradiesischen Garten betreten. Dann sage ich mir, dann hat man vielleicht doch irgendwie gewirkt. Und dann ist es so eine Einheit, Kirche, Haus und Garten, wo etwas ausgeht, was man selbst nicht in der Hand hat. Und dazu fällt mir ein schönes Wort eines Kalenderblattes ein. Ein junger Mann hat einen Garten übernommen vor langer Zeit und ein guter Pfarrer besucht ihn und ist erstaunt über sein Werk und weiß, dass wir Menschen das natürlich nicht allein schaffen, und sagte, da haben sie aber mit Gottes Hilfe ein schönes Werk vollbracht. Und der Gärtner, nicht unklug, antwortete, sie hätten den Garten sehen müssen, als der Herr allein hier gearbeitet hat. Körper arbeiten uns warm. Erstmal dran, in diesem großen Stuhl sein. Und vorgestern rief er an, habe ich dir eigentlich gesagt, dass es am Sommer ist? Ich sag nee. Ach, zwei gesagt, dass mal wieder was ist. Aber welches Datum? Ich verschicke ja immer alles per Internet. Und dann kriegst du Entschuldigung, wir putzen selber in unserem Dorf. Hinterher müssen wir erstmal die Nase putzen. Das ist jetzt ja der Frühjahrsputz. Genau, ja. Dann schließlich Nase. Kuchen! Ich habe einen Schokoladenkuchen gebacken. Haben Sie was von Kürbis gehört? Nee, Schokolade. Kürbis hat nicht gesagt, nee. Weiß ich nicht, wie du auf Kürbis kommst, weil mein Mann isst zum Beispiel kein Kürbiskuchen. Bitteschön. Oh, da hat er aber letztens bei mir Kürbissuppe gegessen. Ja, Kürbissuppe ist was anderes. Aber Kuchen. In Kuchen gehört kein Kürbis und keine Möhre. Also, oh Gott, da klebt es noch bei meinen Händen. Gut so? Das Johanniskraut breitet sich auch überall aus. Das ist eine sehr dankbare Pflanze. Und wozu braucht man Johanniskraut? Oder ja, wenn ich, das soll was für oder gegen Gemütskrankheit sein. Das blüht wunderschön gelb. Es blüht und dadurch verbreitet sich das ja auch so. Vor 4 Jahren gab es
von uns die Diskussion in unserem Verein, der momentan etwa 12 Mitglieder umfasst, was können wir machen, dass das Kirchenumfeld besser angenommen wird und auch, sagen wir mal, ansprechender ist. Wir haben dann die Möglichkeit gehabt, ein deutsch-polnisches Projekt durchzuführen nach dem Motto, ein Kräuterpfad, der verbindet. Das haben deutsche und polnische Jugendliche unter der Anleitung von Projektleitern gemacht, nach dem Vorbild der Hildegard von Bingen. Jedes Mal habe ich mir ein bisschen mitgenommen. Und als ich es meiner Tochter gezeigt habe, hat sie sich sehr darüber gefreut. Das müsste Oregano sein. In Gemüse gebe ich das mit rein. Und das müsste eine Pfefferminze sein. Ob es nun stimmt, ob es Ingwerminze ist, weiß ich nicht. Und dann habe ich das letzte Mal, als das Kräuterfest war, habe ich Estragon mitgenommen. Und da habe ich mir eine hübsche Flasche genommen und reingegeben davon und Essig drauf geschüttet. Es sieht wunderschön aus. Ich glaube, ich behalte es nicht mal selber. Ich glaube, ich verschenke es. Ich habe hier die Coca-Cola. Cola-Pflanze und das ist Liebstöckel hier. Maggi-Kraut. Und wofür verwenden Sie das? Ja, das kommt ja für die Kartoffeln. Das kann man doch in die, für die Kartoffeln. Und das muss ich mal sehen. Das kann man, glaube ich, in Wasser machen. Dann schmeckt es wie Cola oder so. Für den Bohneneintopf. Das ist Bohnenkraut, ja. Und das duftet. Dann wollte ich noch Liebstöcke. Dann steht das Hauptblatt noch. So, schöner Strauß. Ach, das riecht gut. Fördert die Durchblutung und unterstützt die Hirnleistung. Die Blätter? Oder? Er soll den Nebenwirkungen einer durchzechten Nacht lindern und freie Radikale binden. Naja, gut. Also ich habe mir Melisse zur Beruhigung und dann Pfefferminz und also zwei verschiedene Sorten Pfefferminz. Das eine ist so Krauseminz und das andere Pfefferminz. Dann mache ich mir heute Abend einen Mojito davon. Dafür verwende ich das. Und dann habe ich noch eine Ringelblumenpflanze und hoffe, dass die auch wirklich wächst, auch wenn ich keinen grünen Daumen habe. Und ich bedanke mich für diese schöne Idee hier. Und so gesund wie die Kräuter aussehen, werden sie hoffentlich auch helfen. Lauter Schnecken. Wie komme ich denn jetzt hier durch? Ey. Sieht es der Kuchen aus. Sieht so ehrlich wie eine Brennnessel aus. Aber ich kann jetzt nicht mehr weiterfahren, weil ich bin jetzt überall in eine Brennnessel. Weil ich erst meine Arbeit fertig habe. Nee. Wer noch will, kriegt noch ein Schrippchen. Ja. Seit wann sind Sie schon, so ein Prediko, sind Sie ein Ureinwohner? Wenn man seit 7 Jahren da. Und seit 7 Jahren nee, für den Garten, den ich hier bin. Thank you.
findest du, dass heute Weihnachten ist? Schön. Ja, worauf freust du dich denn am meisten? Auf den Weihnachtsmann. Der kommt heute zu dir? Ja, bei mir kommt das Christkind. Es ist keine schwarze Messe, sage ich zu Beginn. Sie wurde zwar im Gemeindeblatt nicht abgedruckt und die Zeitung und das Internet hat wohl auch eine falsche Zeit, 23 Uhr angesagt, aber dass sie alle hergefunden haben, von weit her und aus den Nachbardörfern, dass wir es hier so schön warm haben, dass so viele kommen konnten. Denn das ist wirklich nicht selbstverständlich, dass die Kirche am Weihnachtsabend noch offen ist in diesem kleinen Ort. In den großen Orten ist das selbstverständlich noch, aber hier bei den Kleinen, da freue ich mich besonders. Ich hatte schon so eine wunderschöne Christvesper um 3 Uhr in Bruno und bin vorgestimmt und hoffe, dass ich das jetzt auch hier reintragen kann zu Ihnen. Ansonsten freue ich mich auf eine gemeinsame, interessante Christvesper und wünsche Ihnen jetzt schon eine geruhsame Weihnacht und einen stillen Abend, der Ihnen hilft, wieder zu sich zu finden. Wie dein Leben aussehe, wenn es noch einmal ganz von vorn beginnen könnte.